Tschüssi. Tschüss. Guten Morgen, liebe Videofreunde. Ja, ich sitze hier jetzt wieder alleine. Naja, mein kleiner Puschel ist ja dabei, aber bin wieder alleine. Hab gerade meinen Mann verabschiedet. Ist nicht so schön. Also schöner ist schon, wenn man zu zweit fährt, muss man mal einfach so sagen. Ne? Aber was will ich machen? Er muss noch arbeiten eine Woche. Und dafür hatten wir jetzt fast eine ganze Woche frei, die wir sonst nicht gehabt hätten zusammen. Also, weil es hätte sich nicht gelohnt, für 3 Tage nach Hause zu kommen. Du musst ja immer einen Tag abrechnen mit Fahrt, also zurück und auch einen wieder hierher. Und das hätte sich nicht gelohnt. Und da habe ich gesagt, dann fahre ich diesmal hierher und habe das ja auch, wollte das eigentlich noch mit ein bisschen mehr Besuchen verbinden. Aber da das Wetter so schlecht ist und Dolden war auch ein bisschen nicht ganz auf der Höhe, hatte wieder Bauchprobleme gehabt. Seit heute ist der erste Tag ein bisschen besser. Und bei diesem schlechten Wetter macht das irgendwie auch überhaupt gar keinen Sinn. Du kannst ja gar nicht irgendwo groß rausgehen. Und ja, ich konnte ihn auch irgendwo mit hinnehmen zu jemandem nach Hause oder so. Das ging eben gerade nicht. Und von daher habe ich mich dann entschieden, jetzt zurückzufahren und das langsam, also über mehrere Stationen. Ich lasse mir jetzt wirklich Zeit mit dem Nachhauseweg. Ich habe noch ein paar Sachen vor, die ich mir angucken will. Und ja. So werden wir das jetzt machen. Mein lieber Mann hat mir gerade Frühstück mitgebracht. Das will ich euch mal was zeigen. Ich erzähle die ganze Zeit, ich kann das alles nicht mehr so essen. Ich muss jetzt wieder abnehmen. Ich muss jetzt, ich muss jetzt. Jetzt guckt euch mal, was der mir mitbringt. So wird's nicht. Ich kann das doch nicht wegschmeißen, oder? Er hat sich auch sowas gekauft. Also der isst ja auch nicht 2 von den Dingern. Da müsste ich es wegschmeißen. Ist doch zu schade. Wird nicht mit abnehmen. Heute noch nicht. Ja, ich muss jetzt echt wieder auf die Bremse treten. Ey. Oh, das ist so schwierig. Und aber jetzt, wenn Michael die nächsten Tage, jetzt sehen wir uns ja nicht bis nächste Woche. Und da wird wieder Gemüse gegessen und Tofu und kalorienarm. Und hoffentlich kommt auch bald besseres Wetter, dass man sich einfach auch mehr bewegen kann. Das ist ja auch das Problem. Du kannst dich ja nicht bewegen. Bei dem Wetter kannst du nirgendwo raus. Gestern der Tag und vorgestern, also die letzten 3 Tage, das war eine Herausforderung hier im Wohnmobil. Wirklich wahr. Also wenn du wirklich nicht raus kannst und dann auch noch Winter hast und dicke Klamotten und alles ist nass und der Hund kommt rein und es sieht aus wie Sau. Du bist eigentlich nur am Wischen, am Putzen und also kommst gar nicht hinterher. Und dann ist auch alles relativ beengt. Mein Kastenwagen ist nochmal kleiner, ne? Also enger, schmaler. Und ja, da musst du schon also ein gutes System haben, dass du dir da nicht wirklich auf den Zündner gehst. Ne? Aber wir haben es gut hingekriegt, muss ich echt sagen. Wir haben ja eh ein gutes System mittlerweile. Und dann manchmal kommt dann wirklich so der Spruch, Michael sagte dann, also ein bisschen größer könnte es halt doch manchmal sein. Aber das ist dann auch schnell wieder weg. Es ist halt nur in dem Moment. Wir sind schon zufrieden, so wie es ist. Also passt schon. Alles gut. Ja, dann werde ich jetzt mal frühstücken, bevor es losgeht. Wir konnten nicht mal zusammen frühstücken. Eigentlich wollte Michael noch hierher kommen und wollte hier frühstücken. Aber nee, er musste wieder zurück zum Flieger und musste schon frühzeitig aufstehen auch heute. Deswegen hat er in seinem Büro geschlafen. Da hat er sich so ein bisschen eingerichtet. Also da ist er ja immer, wenn er hier ist, schläft er da auch und hat sich da so ein kleines Räumchen eingerichtet. Sehr spartanisch, aber naja, für die Arbeit geht, sagt er immer. Wir haben ja auch schon hin und her überlegt wegen Aufhören, weil ich manchmal sage, hör doch auf zu arbeiten, weil es ja eben manchmal auch nicht so gut geht, weil er ja Schmerzpatient ist. Ich hatte das ja in früheren Videos schon mal irgendwann erzählt. Naja, er mag noch nicht so richtig. Naja, müssen wir mal gucken.
wie das weitergeht. Also ein bisschen will er noch arbeiten, sagt er, es macht ihm halt auch Spaß und das ist dann auch so ein Schritt. Und dann hat er gesagt, ach, dann, ja, dann wird die Birne weich, wenn man nicht mehr arbeitet. Ah, da hat er Angst davor. Und naja, es sind so Gedankengänge, die man hat, ne? Aber ein bisschen weniger wäre ganz gut. Und dann müssen wir mal gucken, ob man dann irgendwie, ob er das irgendwie hinkriegt, dass er jetzt demnächst mal bald ein bisschen vielleicht die Arbeit reduzieren kann. Dieses Jahr noch und dann auf jeden Fall reduzieren und dann so langsam ausschleichen, dass er sich so ein bisschen dran gewöhnen kann. Ja, es ist dann schon eine Umstellung, ne? Er macht seinen Job wirklich gern, er liebt seinen Job. Und das ist dann schwer aufzuhören. Aber an manchen Tagen, so wie heute, glaube ich, dann täte es ihm doch mal ganz gut. Ja, und das ist natürlich dann für mich auch nicht schön, wenn ich dann sehe, dass es ihm nicht so wieder dolle geht und er sich eigentlich hinlegen müsste und ausruhen müsste und muss aber doch arbeiten und ich fahre dann jetzt hier los und es ist nicht so einfach. Aber so ist das Leben. Es ist nie einfach. Muss man wirklich das Beste draus machen und immer genießen und dankbar sein, wenn man gute Tage hat, ne? So, jetzt frühstücke ich und dann geht's los. Motor läuft, es geht los. Ich verlasse Frankfurt-Hahn und jetzt geht's erstmal nach Alsfeld, habe ich mir mal eingegeben. Mal gucken, ob ich noch weiterfahre oder ob ich da bleibe. Also das ist auf jeden Fall erstmal mein Ziel, weil die Altstadt soll wohl sehr schön sein. Hängt auch ein bisschen vom Wetter ab. So, auf geht's dann, ne? So, haben wir alles, Handbremse gelöst, nee, alles eingestellt, let's go starting, tschüss Michael, ja, der muss hier bleiben und ich fahre alleine hier los, das ist doof, echt, das ist echt doof, ist nicht schön, nee. Aber so ist es. So, alles vollgetankt. AdBlue und Benzin beziehungsweise Diesel. Alles voll, jetzt kann ich starten und brauche mich um nichts mehr zu kümmern. Es reicht vielleicht sogar bis zu Hause, mal gucken. Also, na dann. Ich muss erst mal gucken, wie ich hier am besten rauskomme. Wie es da hinten aussieht, ob ich da rum kann. Ja. Wie kann ich drehen? Das passiert mir so oft hier. Also was heißt verfahren? Ich bin einfach dann in die falsche Spur gelangt und das passiert mir oft. Und dadurch bin ich an die Tankstelle gleich gekommen, konnte auch gleich AdBlue tanken. Alles gut. In dem Fall war das jetzt mal gut, dass ich mich in die falsche Spur eingeordnet habe.
So, jetzt bin ich hier in dieser Baustelle, die sich hier ewig lange hinzieht. Und das auch schon sehr, sehr lange. Aber heute scheint es eigentlich ganz gut zu flutschen. Also letzte Woche war es echt anstrengend. Aber heute ist gar nicht so voll, wie ich gedacht habe. Oh, ich fahre zu schnell. Siehst du, nichts los in der Baustelle und schon fahre ich zu schnell. 60 ist hier nur erlaubt. Jetzt fahre ich gerade an dem Rasthof Wetterau vorbei. Das ist der, der in Bad Nauheim ist, wo wir letzte Woche waren. Ja, und dann bin ich vorhin noch in Friedrichsdorf vorbeigefahren. Ah, da war ich schon traurig, weil da wohnt meine beste Freundin. Und ja, aber es wäre keine Zeit richtig gewesen, sich nochmal zu treffen in Ruhe. Und heute Abend soll dann das Wetter auch nochmal total schlecht werden hier in der Region. Und dann hatte ich mich entschieden, weiterzufahren. Sie hat auch morgen genug zu tun. Sie mietet sich morgen das erste Mal einen Camper von Paul Camper. Und ist ein ganz nettes kleines Auto, habe mir das mal per Bilder angeguckt und macht ihre erste Tour mit einer Bekannten von ihr, die auch ein Wohnmobil hat. Da war ich natürlich ein bisschen traurig, wenn ich ganz ehrlich bin, weil das hätte ich auch gern mitgemacht, weil ich ja schon ewig lange an ihr rumkrebsel und sage, guck doch mal, es wäre bestimmt auch was für dich. Und jetzt hat sie es endlich gemacht. Aber ja, ich darf nicht dabei sein oder ich kann nicht dabei sein, weil war halt nicht so geplant. Wenn ich das gewusst hätte, hätte ich das vielleicht anders geplant. Es wäre schon gerne bei ihrer ersten Tour dabei gewesen, wenn ich ganz ehrlich bin. So, ich habe mich entschieden, also ich bin jetzt an Alsfeld vorbeigefahren. Seit einer Woche das erste Mal Sonnenschein. Oh, und das tut so gut. Und in Thüringen, in Mühlhausen, wo ich hin möchte, da ist das Wetter also gut gemeldet. Und ja, ich bin auch noch fit und es sind nur noch jetzt 1 Stunde und 20 Minuten. Und da habe ich gedacht, das nehme ich noch mit, die fahre ich noch. Und ja, dann werde ich mir morgen mal einen schönen Tag machen. Brauche ich morgen gar nicht zu fahren, wenn ich nicht möchte. Angekommen. Geschafft. Jawohl. Ah, das letzte Stück war ganz schön anstrengend. Von der Autobahn hierher. Pff. Viele Kurven, Berg hoch, Berg runter. Es war anstrengend. So. Jetzt werde ich mal gucken, wo ich hier bezahlen muss und wie ich Strom kriege. Und dann gehe ich erstmal mit dem Hund ein Stück. Hallo, mal ein bisschen ins Licht gehen, mal hier nochmal anmachen, ups, so,
Siehst du, da sieht man das nämlich besser. Also nochmal hallo, liebe Videofreunde. Ich bin gerade ein bisschen am Kochen. Mache hier gerade ein Süppchen. Maultaschen. Bio-Maultaschen. Und da habe ich mir jetzt einfach ein bisschen Brühe gemacht mit Gemüsebrühe, bisschen Butter rein. Ach so. Und dann kommt noch Suppengrün. Habe ich mir so tiefgefrorenes geholt. Und das kommt auch noch rein. Mache ich schon mal fertig. Und ja. Jetzt gibt es eine Scheibe Brot dazu. Das habe ich schon mal gegessen. Das schmeckt sehr gut. Und das gibt es jetzt gleich zum Abendbrot. Draußen regnet es schon wieder. Also der Wetterbericht hat überhaupt nicht gestimmt. Heute war ja eigentlich schönes Wetter die ganze Zeit beim Fahren. Das war ja auch schon mal gut, dass während der Fahrt gutes Wetter war. Aber eigentlich hatten sie gemeldet, dass es hier heute Abend nicht regnen soll. Deswegen bin ich nämlich weitergefahren. Und bin nicht in Alsfeld geblieben. Aber jetzt hat sich das wieder mal alles geändert. Also stimmt einfach nicht. Und mittlerweile ist das Geräusch ja schon normal. Ja, also der Stellplatz hier in Mühlhausen, so viel dazu sagen kann ich noch nicht. Der ist, so ist er sehr schön, ist auch ordentlich. Ist auch ein bisschen Wiese drumherum, wo man mit dem Hund gehen kann. Allerdings räumt hier, glaube ich, niemand seine Hundehäufchen weg oder von dem Hund die Hundehäufchen weg. Das hier liegen überall Tretminen. Also das finde ich immer irgendwie schade, muss ich ehrlich sagen. Finde das nicht richtig, dass die Leute das alles liegen lassen. Aber hier ist wirklich extrem. Und ja, aber ansonsten ist schon auch ein bisschen Auslauf für den Hund da. Nicht so sehr viel, aber es geht, ist okay. Ja, aber was wirklich ungünstig ist, ist das Bezahlsystem. Es gibt hier eine Säule, die werde ich morgen nochmal filmen und jetzt einblenden. Also eine Parksäule, wo du bezahlen kannst. Aber, also du kannst mit einer App bezahlen und du kannst per SMS bezahlen. Aber beides geht nicht mit Wohnmobil. Also ich habe weder bei der App eine Möglichkeit gefunden, den Wohnmobil, wie soll ich sagen, also Wohnmobil Parkzeit einzugeben. Es geht nur für Pkw und genauso ist es bei der SMS. Geht es auch nur für Pkw. Und dann steht immer da, bitte beachten Sie nochmal, die, was an der Parksäule halt eben steht. Und es gibt keinen Code für Wohnmobile, den du eingeben kannst für die SMS und das gibt es halt auch nicht für die App. Ich habe nichts gefunden. Also letztendlich bleibt dir nur eins übrig und zwar das Bar zu bezahlen und dann nehmen die auch nur Münzen. Der Platz kostet 10 Euro für 24 Stunden, aber eben es geht halt nur mit Münzen. Und ich hatte natürlich nicht so viele Münzen gehabt und bin dann nochmal in Rewe einkaufen gegangen. Und dort war dann die eine Verkäuferin, die hat mir für 10 Euro gegeben und am Backstand, die hat mir auch nochmal für 10 Euro gegeben, falls ich noch einen Tag bleiben möchte. Habe ich gleich zweimal mitgenommen, kann ja nicht schaden. Ja, und dann konnte ich bezahlen. Also das ist ungünstig. Ist irgendwie schlecht gemacht, weiß nicht. Also ich habe es nicht verstanden. Wenn ich morgen nochmal jemanden von den anderen hier sehe, dann werde ich die nochmal fragen. Ob die eine Möglichkeit gesehen haben, dass es anders geht, aber ich habe es nicht gefunden. Werde ich mir morgen mal das Städtchen angucken, morgen Vormittag. Und ja, dann ist ja hier in der Nähe der Mittelpunkt Deutschlands. Deswegen bin ich ja eigentlich hierher gefahren, weil ich da mal unbedingt hin wollte. Und das werde ich mir natürlich anschauen. Bin ich heute schon an dem Schild vorbeigefahren, wo es lang geht. Und dann weiß ich noch nicht, wie es weitergeht. Aber das entscheide ich dann morgen. Oh. Oh. Oh, ja. Oh. So, ich
fahre kurz im Städtchen ein paar Fotos machen, aber es ist so schweinekalt, das hält es nicht lange aus. Oh. Erstmal Frühstück und einen heißen Tee. Mitte von Deutschland. Ich habe am Mittelpunkt von Deutschland gestanden. Cool. Ja, hier so die Ecke ist auch recht schön. Hier ist so ein kleines Moor mit ganz vielen Vögeln und so kleinen Seen. Das ist wunderbar. Und wir haben einen kleinen Spaziergang mit dort gemacht gleich und haben das verbunden. Der ist jetzt ausgetobt und jetzt kann es weitergehen. Und jetzt geht es Richtung Oelsnitz ins Erzgebirge. Und dort in der Nähe ist Oberlungwitz, die Stadt, und Hohenstein-Ernstthal. Und dort hat ein Onkel von mir nach dem Krieg gewohnt. Meine Großeltern oder meine Oma, ihr Mann ist ja im Krieg geblieben, ist von Polen vertrieben worden. Und dann haben sich die Wege von meiner Oma und von den Schwestern zum Teil getrennt. Meine Oma und eine Schwester ist in Richtung Cottbus geflüchtet und die andere Schwester ist in Richtung Sachsen geflüchtet. Und ja, die waren also praktisch dort in Oberlungwitz und Hohenstein-Ernstthal. Und da mein Onkel, der dort gelebt hat, noch der einzige ist, der von meiner Familie lebt, möchte ich gerne mal den Ort besuchen, werde ich ihn mal anrufen. Weiß ja nicht, ob sein Haus noch steht. Auf jeden Fall war ich dann mal da und weiß auch, wo er gelebt hat. So ein bisschen Vergangenheit, ja, mal aufarbeiten. Und das finde ich immer sehr schön. Jo, da werde ich jetzt hinfahren.